Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 5. November 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. Was ihr hier seht, ist das Horoskop zum jetzigen Zeitpunkt auf Kiel erstellt. Man sieht hier den Aszendenten im Skorpion, was daher kommt, dass die Sonne gerade aufgegangen ist, gerade oberhalb des Horizontes, beziehungsweise der Horizont, also die Erde, hat sich sozusagen weggedreht, sodass die Sonne aufgegangen ist. Astrologisch gibt es mehrere ganz interessante Punkte aktuell. Da ist zum einen hier die Konjunktion von Sonne und Saturn, beide nur noch ein Grad voneinander entfernt. Morgen am Mittwochmittag ist es soweit, die Sonne steht genau auf Saturn im Skorpion. Die Konjunktion von dort an lässt dieser Einfluss dann auch direkt schon wieder nach. Sonne Saturn ist so ein bisschen wie Sonne im Steinbock mit Verbindung Skorpion, also die Prinzipien von Steinbock und Skorpion, von Pluto und Saturn verbinden sich hier und das bringt schon eine gewisse Härte mit sich. Also auf unterschiedlichste Art und Weise könnten uns in dieser Zeit die Härten des Lebens bewusst werden. Das hängt immer ganz davon ab, auf welcher Entwicklungsstufe ist jemand und auf welcher Ebene machen wir die interessantesten oder intensivsten Erfahrungen. Bei manchen ist es die materielle Ebene. Sonne Saturn kann also auch Geldknappheit anzeigen oder Knappheit an Möglichkeiten. Bei anderen sind es seelische Gefühle wie Einsamkeit, vor den Dingen alleine stehen müssen, dem Leben oder dem Karma ausgeliefert sein etc. Natürlich gibt es auch positive Entsprechungen, nicht? Für jede Konstellation. Sonne Saturn ermöglicht es uns Dinge zu Ende zu führen, gerade auch Arbeiten anzugehen, die uns oft unangenehm sind, Strukturen zu errichten, Verantwortung zu übernehmen und Dinge aufzuklären, wie es in der Politik mit dem Abhörskandal beispielsweise versucht wird. Das alles unter einem immer noch rückläufigen Merkur, inzwischen auf ins 6. Grad des Skorpions zurückgewandert. Merkur wird am Sonntag wieder direktläufig. Rückläufiger Merkur heißt einfach auch, dass die Gedanken nicht so konstruktiv sind, sie verheddern sich. Also es sorgt, wenn wir schon in einer Negativspirale sind, sorgen diese eher noch dafür, dass wir uns noch weiterhin in diese verstricken. Dann gestern bereits angedeutet ist, dass die Venus das Zeichen wechselt. Wir sehen sie hier direkt vorm Eintritt in den Steinbock, was genau um 9:43 Uhr der Fall sein wird. Venus also im Wechsel, das kann also auch bedeuten, hier ist Wechselenergie, es ist nicht ganz eindeutig, was ist eigentlich wirklich gerade da. Venus im Steinbock hat dann sehr viel zu tun, dass unsere Beziehungen ernsthafter werden, dass wir uns mehr um die konkreten Dinge kümmern, dass unsere Freude und unsere Lust sich mehr an der Materie, an Strukturen, an der Politik etc. hängt. Der Mond aktuell im Schützen, der wird morgen am Mittwoch um kurz vor 23 Uhr in den Steinbock wechseln, also heute und morgen Mond im Schützen. Ein wenig Feuer zu der Skorpion- und Steinbock-Geschichte heißt einfach auch, dass wir gefühlsmäßig trotz den Härten oder dem Bezug auf das Materielle einfach die Lebenslust nicht verlieren sollten und immer gucken sollten, ob es auch langfristige Visionen gibt, die die ganze Sache auch erhellen. Gut, das soll es für heute gewesen sein mit dem Tageshoroskop. Gerne treffe ich euch morgen wieder beim Tageshoroskop am Mittwoch. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.